Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Tablet-Kunst. Ich grüße euch. Ich habe heute wirklich ein ganz neues Tablet für euch. Eins, welches ich bisher auch nicht kannte. Also, ich kannte den Hersteller nicht. Der heißt Duo Go. Aber bevor wir dazu kommen und uns das genauer anschauen. Ich möchte noch zwei Unterstützer danken. Zumal der eine Unterstützer, der bisher unterstützendste Unterstützer ever ist. Ich will das einfach nicht unerwähnt lassen. Erstens, damit die Unterstützer auch irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Art Feedback bekommen. Weil ich habe ja sonst keine Möglichkeit des Feedbacks. Und auf der anderen Seite auch, weil ich halt... Ich bin schon ein bisschen überwältigt, wenn wirklich Zuschauer mich dann monetär unterstützen, weil die halt einfach meinen Content wirklich so gut finden. Das sehe ich auch damals bei Kanalerstellungen und sowas, hätte ich nie gedacht. Okay, nicht viel drum herum gequatscht. Also der Erik hat 100 Euro gespendet und ist damit jetzt Top-Unterstützer. Also, ja, noch nie hat wirklich einer mich so krass da supportet, monetär. Der bisherige Top-Unterstützer wollte nicht genannt werden. Das war eine anonyme Spende, hatte ich im letzten Video ja erwähnt. Und nun eben Erik. Und er schreibt: Hi, ich bin Erik. Deine Videos sind immer top aufbereitet und in Bezug auf Apple sehr humorvoll. Ich gebe hiermit was zurück. Danke für den tollen Zeitvertreib, wenn ich im LKW unterwegs bin. Weiter so. Ich hoffe, es hilft. Ja, hilft auf jeden Fall. Ich bin euch immer noch die Roomtour schuldig, jetzt hier vom neuen Studio. Ist eigentlich recht geil geworden, muss ich sagen. Aber ich bin tatsächlich noch nicht ganz fertig und es ist extrem aufwendig, das halt neben den Videos zu machen. Das habe ich mir alles so gar nicht vorgestellt. Eigentlich wollte ich mir eine Woche frei nehmen, aber ich hatte schon eine Woche Urlaub dieses Jahr, da war das nicht drin. So, da gibt es noch eine zweite Spende, 10 Euro vom Daniel. Der Eilappen, ich habe mich selber gefeiert, obwohl es eigentlich meine Idee war. Der Eilappen und die Feststellbremse sind es mir wert. Ich feiere deine Videos. Mach weiter so. Falls im Übrigen jemand wirklich nicht erwähnt werden möchte, das kommt ja halt vor, dann schreibt das dann mit in die Nachricht. Wenn man bei PayPal was spendet, dann kann man dann eine Nachricht hinterlassen. Ich will auch demnächst mal diese Kanalmitgliedschaft bei YouTube mal anleiern. Weiß nicht, ob dann das jemand da mal macht. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Es gibt Dinge, die sind einfach wichtiger. Zumal ich will ja auch nicht mal so wirken wie so ein Typ, der jetzt das hier sozusagen nur wegen dem Geld macht. Aber wie ihr wisst, ich bin ja nun mal selbstständig und da kommt man nicht drum herum, auch irgendwie ein paar Einnahmen zu generieren, damit man zum Beispiel bei Amazon für 186 Euro gibt es aber einen Gutscheincode, den kann man anhaken. Und dann kostet das ungefähr so 160 Euro. Damit man sich eben für 160 Euro das Duo Go kaufen kann. Und Made in China, was für eine Überraschung, steht direkt vorne mit dran. Ja, schöner Karton. Und ich bin da auch ein bisschen Werbeopfer, gebe ich ganz offen zu. Ich wollte was ganz anderes kaufen bei Amazon. Ich glaube nur Nägel. Und dann, na, klickt man irgendwelche Bilder an und plötzlich hat man ein Tablet gekauft und die Nägel nicht. Aber ihr werdet schon merken, das hat schon einen Grund gehabt, warum ich das gekauft habe. Also hat erstmal schon Bewertungen gehabt, ich war also nicht der Erste. 36 Bewertungen und im Durchschnitt von 3,9 von 5. Da dachte ich mir, naja, es gibt ja Leute, die haben wirklich immer was zu meckern, erst recht im Low-Budget-Bereich. Also grob 4 Sterne. Da dachte ich mir, naja, ist aber trotzdem erstmal so ganz attraktiv. Und bei Amazon ist natürlich alles ein bisschen teurer, als wenn man es importiert. Und da dachte ich schon 160 Euro bei den Specs, das kann eigentlich was werden. Stand allerdings nicht so ganz alle Daten da, ich habe auch nichts dazu gefunden. Blieb mir also am Ende nichts anderes übrig, als das zu bestellen. Das ist ein 10 Zoll Tablet mit 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Festspeicher, 5G steht da, ich gehe mal davon aus. Ach nee, 5G Wi-Fi, nee, offen kommuniziert, alles klar. Es gibt ja einmal 5G als Mobilfunktechnologie, das ist natürlich nur in modernen SoCs verbaut, und dann 2,4 und 5G im Wi-Fi. 4G SIM wird aber unterstützt, es gibt ein, steht nur 8-Core SoC. Ja, 8-Core sind viele, wissen schon mal, okay, es ist nicht die A-Serie, es ist nicht 6580, okay. Mit 2 GHz, gut, das schließt ganz uralten R8-Kerner schon mal aus. Android 10, halt nicht super aktuell, aber immerhin. Ja, GPS, USB Typ C, Dual-Kamera, sind nicht die Dual-Hauptkamera, sind noch eine Hauptkamera und eine Frontkamera. Das meine ich mit Dual-Kamera. So, 7000 mAh starker Akku. Ja, Bluetooth 4.3, okay. 1920x1200 IPS. Wobei, war ja jetzt erstmal soweit alles gut kommuniziert oder ist mir jetzt irgendwie was Negatives aufgefallen ist. Allerdings steht dann in der Beschreibung nochmal, im Großen und Ganzen das Gleiche. Ach, Duo Go Tab 1S. Tab 1S, so heißt das. Da steht nämlich dann irgendwo plötzlich was von 1280x800 HD IPS. Und in den Werbebildern, die halt bei Amazon so eingefügt werden, da steht halt Full HD. Irgendwo anders steht auch nochmal Full HD. Also in der Titelüberschrift steht nichts, aber so sich widersprechende Angaben bin ich kein Fan von. CPU-Hersteller MediaTek steht noch da, das wird gleich wissen, woran wir sind. Also insgesamt fand ich es gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, da noch die positiven Bewertungen. Was mir gefallen hat, wie gesagt, SoC ist halt ein Risiko und es gibt sehr, sehr, sehr viele 8-Core SoCs. Aber Speicherausbau klingt ja erstmal solide. 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Festspeicher für 160 Euro. Ja.
Ja, klang ja soweit nicht schlecht. Ach ja, und dann ist auch ein Case dabei. Und zwar ein Bookcase. Das ist auch gar nicht mehr so schlecht. Die Optik vom Tablet selber ist, ja, ist halt Standard. So ein neuer Hersteller am Tablet-Himmel. Ja, kann ja interessant werden, Freunde. Dann, also mal hier ein kleines Unboxing. Ja, hier Tablet Manufacturer. Chenchen MA Cellular E-Commerce Platform Limited. Ah, die Adresse steht sogar da. Da könnt man direkt mal hinfahren und fragen, habt ihr eure Schuhschrank-Scharniere ordnungsgemäß geölt, Freunde? Hier also das Tablet. Ja, wirklich ein schönes Blau. Also hat ja auch einer der Käufer halt geschrieben. Und nicht nur die Hülle ist blau, das Gerät selber ist auch blau. Jetzt haben wir uns gerade 15:21, also habe ich noch 39 Minuten und dann bin ich auch blau, ja, wie die Hülle. Schön. Mal schauen, was noch dabei ist. Eine kleine Gebrauchsanweisung. Ladegerät mit 10 Watt, meine Güte. 10 Watt Ladegerät ist schon mal ganz vernünftig. Ja. Und USB-C-Kabel. Alles klar. Ja, soweit ganz vernünftig. Also Ladegerät ist dabei, das ist bei Tablets häufig nicht dabei, gerade im Budgetbereich. Vor allem aber haben wir das wirklich schöne Bookcover hier. Das ist natürlich kein Leder oder sowas. Das ist hier im Großen und Ganzen irgendwie wieder aus Erdöl. HD-Kamera. Ja, sieht aus wie eine Dual-Kamera. Das ist aber tatsächlich ein LED-Flashlight hier. Wir können sie mal aus der Hülle rausholen. Oh nee, aber das war so übelst umständlich. Also die Hülle ist wirklich extrem passgenau, Freunde. Ja. Hier sehen wir schon den SIM-Schlitten. Jetzt kann man die gesamte Rückseite von dem Tablet etwa auch abnehmen. Das trennt sich. Ist das gar kein Unibody hier oder was? Naja, Tatsache. Oh, jetzt reißt es mir gerade das ganze Tablet, Freunde. Was für eine blöde Hülle. Ey, ich versuche jetzt echt gerade das Tablet hier aus dieser Hülle rauszubekommen. Ich will es euch ja eigentlich nur kurz zeigen, dann kannst du hier da rein. Aber es ist so fest drin. Oh Gott, das ist wirklich. Also, oh, ich habe keine Lust mehr, wirklich. Es ist Freitag. Plektrum wird's richten. Oh, ich hab's. Oh Gott, endlich. Warum habe ich das überhaupt wieder dran gemacht? Ich hatte es ja schon mal ab. Das Tablet. Also, die Rückseite ist hier aus Metall. Damit hätte ich nicht gerechnet, in dem Fall bei euch. Aber es ist irgendwie kein Unibody, was ich selber auch gar nicht gewusst habe. So, ich habe meinen SIM-Schlitten rausgeholt. Das ist hier für eine SIM-Karte und eine MicroSD-Karte. Also offensichtlich. Ah, nee, doch, ist ein Kombo-Schacht. Ja, zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine MicroSD-Karte. Ja, ich habe es mal geöffnet. Also es ist kein Unibody, es ist nur zusammengesteckt im Großen und Ganzen. Aber ich glaube nicht, dass man das öffnen sollte. Ist da jetzt noch an? Ich sehe gerade, da sind nämlich oben zwei Kontakte. Nee, das hat er nicht gepeilt. Also eigentlich sind zwei Kontakte. Und zwar hier und hier. Die müssten denn eigentlich bemerken. Oh nein. Oh, ich hoffe, ich kriege das wieder zusammengebaut. Ey. Oh, vernünftig gemacht. Hier ist die Kamera, hier ist das Blitzlicht. Hier wird dieser SoC drunter sein. Es ist sogar ein bisschen warm, weil das ist ja hier, um die Hitze ein bisschen abzuleiten. Okay, habt ihr euch satt gesehen, mache ich wieder zu. Ich habe keine Lust, das jemals nochmal zu öffnen. Das war jetzt alles viel zu aufwendig. Okay, jetzt muss ich wieder zusammenbekommen und dass hier die Lautstärkewippe wieder rausfällt. Eieieiei, das Gerät läuft auch die ganze Zeit. Ach ja, wenn ihr sowas öffnet, vorher mal den SIM-Schlitten raus, sonst funktioniert das nicht, ne? So, also klippen wir das Ganze mal wieder schön zusammen. Geht das Teil noch? Ja, geht noch. SIM-Schlitten wieder rein. Ihr habt noch nichts vom System gesehen, aber wir haben es schon auseinandergebaut. Ja, ist doch gut. Da ist eine Display-Schutzfolie drauf, die extrem schnell zerkratzt. Und im Prinzip sieht man es ja schon, es wird wirklich nicht besonders hell. Das ist echt krass, das Display ist voll dunkel. Ah, ich habe es gerade mal gemessen, also wir haben eine Helligkeit hier von 84 Lux. Ich konnte es leider nicht in der Mitte messen, eher so am Rand, ja, weil das Display so groß ist. Aber 84 Lux ist brutal wenig, wirklich. Also das Display ist auf jeden Fall nur für den Heimbetrieb hier wirklich geeignet. Farbwiedergabe ist okay und es ist ganz offensichtlich ein HD-Panel. So, ihr seht, toucht sich soweit auch ganz vernünftig. App-Drawer ist auch vorhanden. Settings-Menü, ja, geht alles klar. Und ich starte das Gerät mal neu. Ich bin misstrauisch, Freunde. Das ist eine neue Marke. Ich bin misstrauisch. Man startet das Gerät jetzt neu und hält dabei. Passt auf den Power-On-Taster und... Ah, das muss man natürlich gleichzeitig machen, das funktioniert nicht. Power-On-Taste, ah, jetzt startet schon, verdammt! Ich forciere jetzt, dass das Teil wieder ausgeht. Einfach gedrückt halten. Ich habe keine Lust zu warten, bis der bootet. Also, den Power-On-Taste und leiser gleichzeitig drücken, bis auf dem Bildschirm das Logo erscheint und dann könnt ihr loslassen. Ich werde euch sagen, wenn das Logo kommt, ihr seht es ja nicht, müsst ihr mir jetzt einfach mal vertrauen. Und da ist es auch schon. Wunderbar.
Wo sind wir denn hier? Moschus. Das ist das sogenannte Recovery. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, weil es ist wirklich furchtbar dunkel, das Display. Und dieses Recovery ist komplett auf Chinesisch. Naja, aber ich kenne mich zum Glück ganz gut aus. Wir können jetzt mit dem Power-On-Taster und der Lautstärke-Wippe können wir jetzt navigieren. Leiser ist nach unten, lauter ist zurück und Power-On-Taster ist bestätigen. Ja, man kann nicht nach oben. Wir nehmen den Punkt unter EMMC. EMMC ist im Übrigen hier ein Hard Reset. Und der Punkt darunter ist Device-Info. Bestätigen das Ganze, warten ein bisschen ab und jetzt kriegt man hier nämlich ein paar Informationen, die in der Regel auch recht zuverlässig sind. Und da sehen wir nämlich hier den SoC. Es ist der 6750 und ja, das ist ein 8-Kerner, aber der ist echt alt inzwischen, Freunde. So, gehen wir mal und schauen beim MediaTek. Und 67er Serie, 6750, von 2016, ein 28 Nanometer gefertigt. Und der Takt mit 1,5 GHz, nicht mit 2 GHz, das stimmt nicht. Grafikeinheit haben wir die T860 MP2. Und der SoC ist einfach mal 5 Jahre alt und unterstützt ja auch LTE, wie wir sehen. Die Frequenz stimmt nicht, aber es ist ein 8-Kerner und es ist auch ein SoC, der LTE unterstützt. Android-Version 10 steht hier noch. Build-Time hier Mai 2021, da wurde die ROM hier wahrscheinlich erstellt. Also das ist erst ein paar Monate her. Dafür haben wir aber einen verdammt alten SoC und vor allem auch keine aktuelle Android-Version. Na gut, also zurück. Und jetzt sehen wir den letzten Punkt, weil letzter Punkt ist immer neu starten. Rebooting. Okay, also wir wissen, hier ist Android 10 erstmal drauf. Okay, also wir haben jetzt ein paar Anhaltspunkte schon mal, Android 10 und ein 6750. Naja, also in den Preisbereichen 6750 ist jetzt, macht mich aber auch nicht kaputt, sagen wir mal so. Aber wir haben noch mehr, was wir überprüfen wollen, weil, was ist das denn? Das ist voll anstrengend, wenn das Ding startet. Also eigentlich, was rede ich hier wieder um heißen Brei herum? Ich sehe kaum was, es ist einfach zu dunkel, das Display. Das ist echt hardcore, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, was erzähle ich denn? Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, ich war kurz vorhin im Einstellungsmenü für diejenigen, die sich halt damit ein bisschen auskennen. Die haben gleich gesehen, dass es hier kein Android 10. Ja, ich weiß, es steht im Recovery drin und das ist schon bemerkenswert, dass sie es hingekriegt haben. Im Einstellungsmenü steht es natürlich auch, aber das ist echt nicht so schwer, das so hinzubekommen. Hier haben wir ein Security Update von Oktober 2019. About Tablet, gehen wir hier mal und hitten, ja, da steht ja Android 10, aber die 10 sieht irgendwie komisch aus, warum ist die 10 unscharf und na, die 0 ist halt nicht unscharf, das ist voll mysteriös. Aber wir wissen, das ist alles nicht das Riesendrama, das in das System zu schreiben. Ja, und wie gesagt, das sieht hier überhaupt gar nicht nach Android 10 aus. Und deshalb starten wir jetzt hier mal Fake Device, mein Lieblings-App, wenn es darum geht, die richtigen technischen Daten herauszufinden, die in einem Smartphone oder in einem Tablet stecken. Und da haben wir hier ja Display-Auflösung hier nochmal bestätigt. Ja, 1280x800, aber man sieht es schon, dass es viel zu verpixelt ist für Full HD. So, Tab S1 von Duo Go, okay, API Level 27. Device is reporting Android 10. Und drunter steht Android Version Check failed. Also der Check ist fehlgeschlagen und da steht nochmal, the real Android OS version of this device is Android 8.x. Kurz gesagt, hier ist Android 8 drauf, Oreo und eben nicht Android 10. Da haben die hier das System um 2 Versionen hochgefaked. Okay, hier haben wir unseren SoC 8 Core und hier nochmal bestätigt 6750. Okay, das stimmt also soweit. Und auch die ganzen Kerne werden angezeigt, also da haben sie nicht beschissen. Aber die haben den halt nicht genannt. Ne? Es ist wirklich ein super alter 8-Core-SoC. Nicht der älteste, aber super alt. So, RAM-Information. Man sieht, es ist rot, das heißt, es gibt Probleme. Android OS reported total memory 6 GB. The amount of RAM this device is reporting to have is being faked. Hier steht allerdings nicht da, wie viel RAM das Gerät wirklich hat. Ja, hier steht Memory Available 3 GB. Das mag es vielleicht sein. Hier noch Recommendation. This device is using modified firmware to report fake specs. Also dieses Gerät nutzt eine modifizierte Firmware, um falsche Daten zu reporten oder anzuzeigen. Haben wir auch vorhin gesehen im Recovery, die ist vom Mai. Also wurde hier wahrscheinlich die Firmware im Mai halt modifiziert, damit die Daten entsprechend angezeigt werden, die jetzt auch angezeigt werden. Ja, SDK-Reader habe ich noch runtergeladen, da können wir ein SDK auslesen. Und ja, sagt auch das Gleiche. Android Oreo halt. DevCheck können wir uns ja auch noch einziehen. Da sehen wir auch nochmal so ein bisschen die Werte. Ah, ist ja krass. Hier sagt der Android 10. Das machen die schon geschickt. Die verändern die Firmware so, dass eben erstmal von Android selber, dass so angezeigt wird, ne, Android 10. Und dass aber auch manchmal die Software dann die falschen Daten ausliest. Also ihr seht ja, dass die meisten ja auch den RAM und den Festspeicher falsch auslesen. Und in dem Falle hier sogar auch Android 10 falsch ausgelesen wird. Oh, Security Level 3 können wir ja noch auslesen. Ach, jetzt fast vergessen.
Messen im Übrigen USB-C. Ah, gut, was soll man da faken? Das sieht man sofort. Also das Gerät hat wirklich USB-C. Also es ist nicht ganz so alt. DevInfo habe ich hier noch. DevCheck hatten wir ja gerade. Mal gucken, was das Programm sagt. Android 8.1 spezifiziert das sogar richtig. Der interne Speicher wird immer gleich ausgelesen. Aber used, was 50 GB sind schon belegt von 112. Also das sind ja alles Netto-Kapazitäten. Ah ja, ich weiß warum. Das hat er nicht gelöscht? Ich habe mich hier dieses Programm, True SD Capacity. Na, schaut mal, was der hier ausliest. Hier sagt er direkt 64 GB Festspeicher. Also in der Beschreibung steht ja 128. Was hat uns eigentlich Fake Device gesagt? Error during. Der hat einen Error. Ja, da weiß man schon mal, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Stimmt, der Test hier ist fehlgeschlagen. Das Programm sagt, wir haben 128 GB. Das Programm sagt 64 GB. Ja, am besten man nutzt sich immer mehrere Programme, liest die Hardware aus und dann kann man sich das ein bisschen zusammenstückeln. Aber der True SD Capacity Test, also damit soll man eigentlich die Kapazität von den SD-Karten testen, aber man kann auch den internen Speicher testen. Und er schreibt einfach mal 1 GB Dateien, bis der Speicher voll ist. Und dann bekam ich da auch einen Error bei halt ungefähr 64 GB. Also das ist wahrscheinlich hier die echte Kapazität. Also, wir kommen zu dem Schluss. Ja, wir haben die Bewertungen bei Amazon. Ja, wir haben gute Bewertungen, wir haben schlechte Bewertungen. Die einen waren zufrieden, die anderen unzufrieden. Ich weiß nicht, ob irgendeiner auch auf den Trichter kam, dass die Daten gefälscht sind. Wir haben hier diesmal einen Seitenkarton. Es ist nicht irgendwie ein weißer Karton, was wir ja häufig haben bei diesen fälschten Geräten. Manchmal steht noch Android Phone drauf oder so ein Quatsch. Nein, es ist ein designter Karton. Hier steht Duo Go drauf. Das steht dann aber auch in der Beschreibung von Amazon. Nur Tab S1 steht hier im Speziellen nicht. Das soll ja der Name sein vom Gerät. Das ist aber im Gerät auch selbst eingepflegt. Wir bekommen ja noch diese schöne Case dazu. Das Lieferumfang, das ist alles ganz in Ordnung und alles auch ganz vernünftig. Vor allem aber der Preis. Weil diese gefakten Geräte, die kosten häufig so 50, 60 Euro. Maximal 100, aber drüber wirklich selten. Das ist dann schon sehr dreist. Das ist dann meistens so AliExpress, bei Wish sowieso. Finden wir alles bei Wish. DHgate und so weiter. Ich habe ja schon oft drüber gesprochen. Da haben wir dann Smartphones. Erstmal haben die häufig Namen, die sich an bekannten Markengeräte anlehnen. Ich habe jetzt übrigens das Phone 13 Pro bestellt. Ja, das Phone 13, nein, nicht das iPhone, das Phone. Ich habe es tatsächlich erstmal gar nicht bemerkt. AliExpress Phone 13 Pro, das kleine i fehlt. Und die Geräte kosten dann irgendwie so 70 Euro und haben dann 12 GB Arbeitsspeicher, 512 GB Festspeicher, 2K Display-Auflösung, 4-fach, 5-fach, 20-fach Kamera und natürlich Android 13, obwohl es das noch nicht gibt oder sowas wie Android 10.4. Erkennt man sofort an solchen Widersprüchen und man erkennt sofort an dieser extrem übertrieben guten Hardware und im Verhältnis zum Preis, dass es Fake sein muss. Und natürlich haben die immer alle 5G und dann halt eben für 70 Euro. Aber hier haben wir eine recht realistische Bepreisung. Es ist erstmal so in dem Preisbereich ein Tablet, wo man sagt, ja, kann ich mich mit anfreunden. Der Fake-Shop hat sich ja richtig Mühe gegeben, die Daten so zu fälschen, dass die einfach nur vernünftig in den Preisbereich klingen. Vom Design her ist es ja halt auch ganz okay. Display-Body-Verhältnis ist okay. Wir haben schöne Metallrückseite. Das Blau ist wirklich toll gelungen, also sind auch hier keine Farbfehler oder sowas. Wir haben tatsächlich auch eine Beschriftung vom Hersteller. Gut, es könnte tatsächlich sein, dass der das damals so verkauft hat und dann die eigenen Geräte später geändert hat. Ansonsten machen die das in der Regel so, die kaufen alte Chargen auf. Das sind solche OEM-Tablets, Freunde. Die werden entweder unter verschiedensten Namen oder unter gar keinen Namen verkauft. War in seiner Zeit vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen und einfach ein gutes Angebot. Ohne irgendwelchen Marketing-Quatsch, ein solides Tablet. Für einen soliden Preis, natürlich immer ohne irgendwelchen Update-Support. Aber das Problem ist natürlich, dass immer Geräte liegen bleiben. Ja, und dann kommt dann jemand, ne, ein Seller, ein Amazon-Seller zum Beispiel, oder einer, der auch Wish oder AliExpress verkauft, der kauft die gesamte Charge zum guten Preis, palettenvoll, und dann werden die Geräte alle geflasht mit einem neuen Firmware. Und da werden neue Daten eingepflegt, die teilweise, habt ihr auch gesehen, von der Software, die ja sowas überprüfen soll, entlarven soll, teilweise auch so ausgelesen wird, also falsch ausgelesen wird. Und hier haben sie sogar geschafft im Recovery. Recovery, das ist praktisch das BIOS vom Smartphone oder vom Tablet. Haben sie es geschafft, die Android-Version da auch reinzufaken, was extrem selten der Fall ist. Die echten Daten, 3 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festspeicher, der MediaTek 6750 in Verbindung mit einem 10 Zoll HD-Panel. 1280x800 haben wir, glaube ich, gesagt. Extrem dunkel, mäßige Blickwinkel und mäßige Farbwiedergabe. Und das Ganze auf Basis von Android 8.1. Wert insgesamt ungefähr, also vor allem aufgrund des Alters, 75 Euro, aber dann mit Anlieferung. 24 Stunden. Vor allem hat man ja hier ja auch die LTE-Unterstützung. Das muss man denen ja auch noch ein bisschen positiv anrechnen. Das mit den 160 Euro, was ich bezahlt habe, das ist natürlich absolute Abzocke. Dieses Tablet für 160 Euro hätte sich nur gelohnt, wenn die Daten tatsächlich gestimmt hätten. Wenn wir die 6 GB Arbeitsspeicher hätten. Wenn wir die 128 GB Festspeicher hätten. Wenn das ein Full-HD-Panel wäre mit 4G-Unterstützung und vor allem aber auch mit einem aktuelleren SoC, nicht für 2016. Also schon 8 Kerner, aber dann ein bisschen was Aktuelleres. Nee, das ist natürlich gefakter Blödsinn. Völlig überbezahlt.
Also wie gesagt, ich schätze das Gerät vom Wert her so auf die Hälfte. Ich verlinke es euch nicht in... Na wohl, ja, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Aber bitte kauft es nicht. Es ist fake und man darf natürlich auf keinen Fall sowas unterstützen. Die machen halt gutes Geld damit, damit sie die nächste Lagerhalle aufkaufen können mit Technik von 2015, die sie dann wieder verändern mit einer Firmware und die sie dann eben für aktuelle Technik verkaufen. Das wirklich besonders Gerissene hierbei finde ich, dass das Gerät relativ unauffällig ist. Das Datenblatt wurde eben so geschrieben, dass man denkt, ja, in dem Preisbereich, das kommt hin. Es ist einfach nur ein gutes Angebot. Die haben es eben nicht so krass übertrieben wie die ganzen Seller auf AliExpress und auf Wish vor allem. Wish ist auch ganz, ganz schlimm. Warum man sich das durchliest und sofort merkt, das ist doch alles total erfunden und erstunken und erlogen. Das kann in dem Preisbereich niemals möglich sein, selbst wenn ich es direkt von der Fabrik kaufe. Also ich bin gespannt, was die sich noch einfallen lassen, um ihren alten Quatsch dann 2021 jetzt nochmal für einen guten Preis zu verkaufen. Was soll ich sagen? Es ist natürlich eine Riesenschweinerei. Ich werde das dann entsprechend reklamieren und Amazon dann auch alles mitteilen, was ich rausgefunden habe. Am Ende danke ich natürlich nochmal den Supportern, weil das ermöglicht eben natürlich auch sowas, weil an solchen Videos verdiene ich natürlich gar nichts, weil ich empfehle euch ja gerade, das nicht zu kaufen. Also Affiliate kann ich hier vollkennen. Wir sehen uns auf nächstes im nächsten Video wieder. Hat euch das hier gefallen? Habt ihr ein bisschen was gelernt? Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Ich werde immer mal sowas machen. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.